Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem neuen Special-Video. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, die letzte Woche kam überhaupt nichts, was eben am reinen Kartenmangel gerade liegt. Ich plane ja, also ich habe ja noch zwei weitere Folgen Neuzugänge schon abgedreht, die Folge 101 und 102. Allerdings steht uns ja noch die Jubiläumsfolge, also die 100. ins Haus. Und da muss ich noch auf eine Sendung warten, beziehungsweise auf mehrere von Kerim und Eduard. Ich will das ein bisschen zusammentun. Eigentlich wollte ich was richtig, richtig Krasses. Ich habe versucht, einen weiteren Cyberstein für die Folge zu organisieren. Mein Händler hat auch noch zwei bei sich liegen für mich, aber die will er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht rausrücken. Leider Gottes. Aber wir kriegen auf jeden Fall eine Preiskarte, so viel kann ich schon mal sagen. Und noch ein bisschen anderen Stuff. Das heißt, das wird eine zweigeteilte Folge. Der erste Teil wird eine reine Preiskartenfolge. Auch das Thumbnail wird entsprechend wie eine Preiskartenfolge behandelt. Und der andere Teil wird ein relativ cooles, hoffe ich doch, ein relativ cooles ja, Opening von neuem Stuff halt. Einiges Japanisches erwartet uns. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Genauso wie nächste Woche ein Mega-Opening kommt. Der liebe Michael hat doch noch was gefunden, was er mir geben kann. Richtig coolen Stuff. Und den werde ich auch bekommen. Aber damit ihr nicht so lange warten müsst, ich habe mir schon überlegt, soll ich jetzt die nächste Folge Sammelkartencheck raushauen? Das wären die Red Eye B-Dragons im Anime-Style. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte da null Bock zu. Auch da mein Drucker gerade nicht funktioniert und ich mir immer die Notizen zu den Karten ausdrucke. Und ja, Sammelkartencheck, so wie er jetzt ist, ist halt auch eher was für, ja, die eher, ja, geringere Abonnentenzahl, sage ich jetzt mal. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, ein kleines Spezialvideo zu machen und ich habe euch dafür jetzt über die letzte Woche hinweg immer mal wieder ein paar coole Karten in diesen Ordner gepackt. Wir sehen Tournament Pack, Champion Pack, Turbo Pack, Astral Pack, Jump und, coole japanische Ultis und Collectors Rares. Vorneweg sei gesagt, das sind nicht alle, die ich habe, bei weitem nicht, aber ich habe halt hier nur diesen einen Ordner, den ich zeigen möchte, natürlich auch in einer gewissen Zeit durchbringen möchte und dementsprechend habe ich wirklich nur ein paar ausgewählt, natürlich auch die, die ich am ehesten gefunden habe, das heißt die, die wir jetzt auch in den letzten Folgen Neuzugänge gesehen haben, kommen jetzt auch am ehesten hier drin vor. Es wird aber, denke ich mal, ein relativ cooles Video und ich würde sagen, wir wollen dann doch mal starten mit dem Video. Oh, jetzt habe ich es zugemacht, statt auf, auch gut. Und McDonald's Pack ist auch noch drin, genau. Und mit dem starten wir auch direkt. Ich habe noch wesentlich mehr von denen, vor allen Dingen von den Cosmo Queens habe ich noch mindestens ein Playset. Ich weiß aber nicht mehr wo. Von den Millennium Shields habe ich auch noch mindestens eine irgendwo rumfahren. Und auch von den Goddess of Whim habe ich noch ein paar. Jedenfalls, das sind jetzt hier die McDonald's Pack Promo Holos, die ich hier so habe. Das ist jetzt hier dreimal Goddess of Whim, zweimal Millennium Shield, Dark Piercing Light und dreimal die Cosmo Queen in Ultra. Sind ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel wert. Die waren früher mal jeweils 20 wert, zumindest diese beiden. Mittlerweile irgendwo bei 14, wo die rumeiern. Also gar nicht mehr so selten. Millennium Shield natürlich dementsprechend besonders. Ich kann mal eins rausholen. Aufgrund des Artworks eben. Das ist ja, soweit ich weiß, das Anime-Style-Artwork. Wir haben ja aus der Legendary Collection so ein anderes bekommen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. So, auf der anderen Seite geht es dann oben nochmal weiter mit McDonald's-Packs, McDonald's-Pack-Karten. Da haben wir einmal Takriminos, den gibt es auch noch aus der Legendary Collection in Super Rare. Der hier ist jetzt eben aus McDonald's-Pack. Aus der Legendary Collection habe ich noch ein paar Mal. Und neben dran den Metal Guardian, der kommt aus McDonald's Pack 2, ist auch die seltenste Rare aus dem Pack. Ich glaube, der geht 16 Euro das Stück. Und ja, dann haben wir hier halt die Tournament Pack Commons, die wir auch jetzt in dem letzten Mega Opening gesehen haben, wo es nur um solche Karten ging, eben Queen of Autumn Leaves und so weiter. Ist jetzt, ich glaube, für die meisten nichts Neues. Tut mir leid, wenn es ein bisschen spiegelt. Natürlich auch so nach dem Preis absteigend sortiert. Queen of Autumn Leaves 50, Parrot Dragon 30 und dann geht das halt immer weiter runter. Bis wir dann hier ankommen. Da haben wir dann die ersten Super Rares wieder aus dem Tournament Pack 8. Du Name ist Finstere Hexe in Super Rare. Ich habe übrigens die Tournament Pack, Turbo Pack und Champion Pack Karten nicht auseinander dividiert, die sind hier gemischt drin, alles andere ist extra sortiert. Gut, dann haben wir hier unten aus dem Turbo Pack den Dark Graffer zweimal, sowie in der Mitte den magischen Händler aus dem Champion Pack 5. Und ja, sind alles schöne Karten, vor allen Dingen die Commons hier finde ich so vom Design her übertrieben nice gemacht, übertrieben cool und gefallen mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Stuffed Animal gibt es auch noch aus dem McDonald's Pack, da geht er glaube ich 3 Euro oder so, aus dem Tournament Pack 7 in Common geht er natürlich noch ein bisschen mehr, soweit ich weiß, ich glaube lag der irgendwo bei 5, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das halt tatsächlich, nee, Moment mal, Tournament Pack 7, was laber ich, Tournament Pack 2. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, die einzige Common-Karte aus dem Set, außer vielleicht dem Faithbird, die halt tatsächlich auch noch woanders ein Reprint hatte.
So, dann geht's hier weiter. Dann haben wir erstmal aus dem Champion Pack Hydrogeddon. Fünfmal in Super Rare. Da ist es nicht so viel wert. Ich glaube, 3-4 Euro oder was der geht. Ist also nicht die Welt. Darunter eben viermal den Toon Cannon Soldier. Der ist schon um einiges mehr wert. Einen habe ich von Erik. Zwei sind deutsch, zwei sind englisch. Auflagen muss ich ja nicht sagen. Das sind diese Special Packs. Da gibt's ja keine Erstauflagen. Und oben drüber haben wir Gernia. Ich weiß nicht, ob man den erkennen kann. Ich hole mir einen raus. Gernia, der ist im Preis, glaube ich, auch ein bisschen gestiegen um ein paar Euro. Ist aber auch noch relativ günstig. Da gibt es mehrere Prints von dem in Kamen auf jeden Fall. Als Holo gibt es den aber sonst so, glaube ich, nicht. Dann haben wir hier den Speerroboter. Einmal Englisch, zweimal Deutsch. Der geht auch so um die 30, soweit ich weiß. Ziemlich ulkiges Artwork, muss ich sagen. Ist natürlich eine Maschine. Aber trotzdem irgendwie noch so oldschool. Also es ist irgendwas zusammengeschoben. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Was für eine Art von Maschine es halt wahrscheinlich irgendwas zusammengeschustert ist. Dann haben wir darunter die auszubildende Zauberin dreimal aus dem Champion Pack. Die geht, glaube ich, auch noch den ein oder anderen Euro. Die kennen wir ja alle. Die ist ja häufig als Kamen vertreten gewesen. Dann machen wir weiter auf der nächsten Seite. Da haben wir jetzt den rachsüchtigen Magier als Playset. Da müsst ihr noch irgendwo ein Playset rumfahren. Ich weiß gerade bloß nicht wo. Dann zweimal den erbarmungslosen Plünderer, sowie einmal Riesenkeim aus dem Champion Pack. Zweimal Sangan aus dem Turbo Pack. Eine Pyramidenschildkröte aus dem Champion Pack 2. Gibt es natürlich, glaube ich, auch aus der Legendary Collection in Super Rare. Dann haben wir zweimal den nächtlichen Angreifer. Das ist halt wirklich tatsächlich eine Karte, die ich extrem gern habe. Ja. Dieses düstere Artwork, das ist einfach, das ist so geil. Und dann auch noch ein Super Rare, mega, mega fett. Ist auch in letzter Zeit ziemlich häufig gesucht worden. Dann den Grabwächter des Attentäter, hier den DD-Krieger. Ist auch eine Karte, die sich mal lohnt, ein bisschen näher zu zeigen. Ultra Rare sieht die übertrieben fett aus. Hat sich jetzt einer meiner Abonnenten auch letztens besorgt. 35 ging der, glaube ich, zumindest als ich ihn bekommen habe. Dann haben wir den Schwerkraft Behemoth, die ich nicht kannte, bis ich sie bekommen habe. Dann die Großschildwache und in der Mitte einmal den leuchtenden Soldaten. Ebenfalls aus dem Tournament Pack. Dann haben wir, geht's weiter, genau, hier oben haben wir jetzt zweimal Schieferkrieger. Schieferkrieger, ich hole mal hier raus, ist übrigens extrem fett. Ich hatte einen von denen, hatte ich ersteigert bei Erik, bei seiner 1-Euro-Aktion und zwar auch tatsächlich für 1 Euro. Und das Coole ist halt wirklich, dass er mittlerweile gestiegen ist. Er ging auch damals wirklich nur 1,50 oder so. Jetzt ist er auf fast 20 Euro. Ich weiß nicht, woher der Preisanstieg kommt. Das ist richtig cool. Den gibt es ja auch noch in Super Rare aus TFK. Und den Secret auch aus TFK. Hat also auch einen Super Rare Reprint. Ich persönlich weiß nicht, warum, wie oder was oder hauptsache. Auf jeden Fall ist der Preis wahnsinnig gestiegen. Und dann haben wir in der Mitte eine Bodenlose aus dem Champion Pack. Die geht halt einfach mal, ich glaube, 80 oder 90 Euro oder was das war. Deutsch hier Mint. Keine Ahnung, warum. Hätte ich jetzt eher für so eine Random Holo aus dem Champion Pack gehalten, aber okay, auch gut. Wo wir gerade von Random Holos sprechen, das hier unten sind wirklich Random Holos. Und zwar ist das einmal X-Sable Paschul aus dem Turbo Pack 7 und einmal Horn des Phantomungeheuers. Coole Karten von der Optik her. Ich verweise auch bei Paschul einfach nochmal aufs Artwork. Gebt euch den einfach mal, der hat übertrieben das fette Artwork und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Erinnert von seiner Gesichtsapplikation so ein bisschen an die Borg aus Star Trek damals. Dann haben wir die Satellitenkanone. Gibt es auch ein Secret Rare aus Dark Revolution 4, richtig fett. Dann natürlich Gamma-Schwert. Gamma-Schwert ist auch eine Karte, die ist relativ krass vom Preis her gestiegen. Die ging mal ungefähr 7,80 Euro oder sowas. Jetzt geht sie auch ungefähr 20 aus dem Tournament Pack 8. Sehr, sehr schön, sehr, sehr cool. Ist auch japanisch in Kamen ungefähr ein Dreier wert. Also 3 Euro. Könnte man jetzt auch falsch verstehen. Dann natürlich hier unten Metamorphose. Dreimal in Super Rare, viermal. Auf der nächsten Seite sieht man auch noch einmal. Die ist natürlich einiges wert, allerdings gesunken, muss ich sagen. Die ging ja mal über 100 Euro. Ich glaube, jetzt ist irgendwo noch bei 67 bis 70 das Stück. Aber trotzdem hat sie noch einen stolzen Preis. Weiter geht's auf der nächsten Seite. Da haben wir direkt nochmal eine Metamorphose plus zwei Blitzgewitter der finsteren Welt. Eine war sogar mal random bei einer Sammlung dabei, ist aber auch nicht viel wert gewesen. Wave Motion Cannon ist eine coole Karte. Dann Restructure Revolution. Das ist eine Karte, die gibt es auch aus DL5, glaube ich, als Super Rare. Da ist sie nicht viel wert. Sie ist auch, glaube ich, so nicht viel wert. Ist hier aber aus dem Tournament Pack 6. Dann natürlich das Toon-Inhaltsverzeichnis zweimal. Auch eine Karte, die ein bisschen mehr geht. Und den Dimensionsriss. Auch cool. Hier in der Mitte haben wir jetzt das Elfenlicht. Das ist eine Rare. Ne, das ist keine Holo. Die ist aus dem Tournament Pack 1. Geht aber auch ihre 4 bis 5 Euro. Richtig cool. Hat er auch nirgendwo anders einen Print. Book of Moon, kann man auch mal rausholen, ist eine coole Karte aus dem Turbo Pack. Geht, glaube ich, nur in Super Rare noch mehr.
aus dem Champion Pack, ich glaube, da gibt es über 100, 109 oder so, habe ich insgesamt zwei Stück. Eine kommt noch weiter hinten, die habe ich halt irgendwie nicht so richtig gut einsortiert. Und natürlich Krieger-Eliminierung, eine Karte, die ich vom Artwork her einfach extrem am Abfeiern bin. Ja. Krieger-Eliminierung sieht so was von fett aus. Oh, ich liebe diese Karte. Ja, auch zweimal ist auch ziemlich gestiegen im Preis. Habe ich damals auch 1,50 Euro dafür bezahlt und die war auch wirklich nur so viel wert. Dann geht's weiter. Weißes Loch haben wir hier viermal. Chain Restruction zweimal, dreimal magischer Armschild. Dann haben wir hier Call of the Grave zweimal. Richtig cool, die Karte. Aus dem Tournament Pack 2 geht auch 80, 90 Euro. Möglicherweise bekomme ich bald eine dritte. Kommt drauf an, da hat einer eine PSA-Version und keiner will ihm die für ungefähr 250 Euro abkaufen. Also denkt er jetzt, dass er sie mir für den normalen Preis verkaufen kann. Natürlich wird erst 2019 dann gezahlt. Und natürlich wird die Karte auch aus dem PSA rausgeholt, weil PSA ist definitiv, also für mich die größte Grütze auf Erden. Ja, mache ich jetzt auch. Steht eine Karte in Toploader, schreibt Mint 10 drauf und dann verkaufe ich das für 250. Also es tut mir leid. Das ist natürlich eine super Geschäftsidee, ne? Aber ich persönlich, nee, ich sehe es nicht ein. Dann haben wir Sakuretsu-Rüstung und Bodenklappenfalle. Das ist auch eine Karte, die mich vom Preis her gewundert hat. Die war auch bei 35 Euro, aber jetzt auch eher für eine Random Super gehalten aus dem Champion Pack 5. Das ist aber eine ziemlich coole Karte. Letztes Angebot, Geisterzersetzung und Skill Drain. Weiter geht's. Hier nochmal ein Book of Moon. Das war mein zweites, genau. Königlicher Erlass, Gotthams Notruf war das, glaube ich, oder? Ja, Gotthams Notruf, genau. Dann haben wir noch ein angsteinjagendes Gebrüll, eine Einzelfeuerblüte, Axträuber und den Schimmerdrachen. Vom Schimmerdrachen habe ich auch noch ein paar mehr. Jetzt gehen wir weiter zu den OP-Karten, also zu den OP-Ultis. Dann haben wir hier zweimal den Einbildungsunterwelt, glaube ich, auch ein paar mehr. Dann Castell, ist auch richtig cool. Sieht einfach übertrieben fett in Ultimate Rare aus. Habe ich erst einen leider. Dann, die muss ich auch mal ranhalten. Finde ich übertrieben geil. Das ist meine absolute Lieblings-Zodiac-Karte. Ich finde, die sieht so fett aus. Zodiac-Schwert, Schweifpeitsche jetzt, ja. Einfach eine übertrieben krasse Karte. Die sieht so sexy aus, ohne Witz. Mega nice. Gut, weiter geht's mit den Fallgruben. Fallgruben-Albtraum der Fallenstellerin. Das ist jetzt eine Karte, die finde ich von der Optik her, ja, sie geht, aber es gibt wesentlich bessere. Also es ist keine, die mich so vom Hocker gehauen hat. Da müssen wir noch irgendwo eine vierte haben. Dann ziemlich viele Nebelkönige. Die Karte kann ja irgendwie keiner mehr wirklich sehen. Ich finde sie aber von der Optik her relativ cool. 5 Austauschfrösche, die sind natürlich noch relativ beliebt. Dann natürlich ein Tourguide, auch sehr schön, sogar doppelt gesleeved. Fertig für einen Toploader quasi schon. Sehr, sehr schön. Eine Insta-Fusion, habe ich erst eine, hätte ich eigentlich 4, wenn der Brief mit der Spende damals angekommen wäre, sowie 2 Spellbook of Power, die habe ich natürlich von Erik, dessen eBay-Account und YouTube-Account wieder in der Videobeschreibung sind. Dann haben wir hier 5-mal Fiendish Chain, sowie ein Big Eye. Big Eye ist auch was, was man mal rausholen kann. Big Eye ist eine coole Ultimate Rare, da kann man gar nichts gegen sagen, einfach mal übertrieben fett. Dann Tsukuyomi, auch dreimal, ist auch eine übertrieben geile Karte, genauso wie der Zauberpfeil, wobei ich sagen muss, der war als Ultimate Print, weiß nicht, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, genauso wie Terrorkreisel, aber also vom rein optischen her gesehen, aber da finde ich den hier schon wieder besser, das ist die Xyz-Version vom Gaia, das ist der Gaia-Drache, der Donner angreift und das ist halt einfach eine übertrieben fette Karte, haben wir ja auch zweimal, genauso wie der großzügige Artemis, sehr, sehr cool. Vor allen Dingen die hier, ne? Ist eigentlich hier übertrieben die Oldschool-Karte und die haben sie einfach in Ultimate Rare rausgehauen. Möglicherweise bekommen wir ja auch in einem der nächsten Packs im BLS als Ulti. Was mich nicht stört, ich habe ja auch den japanischen, aber der unterscheidet sich dann eben darin, dass der Rand nicht in Ultimate ist und das ist halt für mich schon wieder ein Unterschied. Deswegen suche ich auch noch Chaos Imperator Drachen aus dem neuesten Reprint-Set, weil da hat der nämlich auch diesen Ultimate geprinteten Rand. Dann haben wir hier richtig, richtig fett Tragödia in Ultimate Rare. Sie sieht so sexy aus, ohne Witz. Übertrieben nice. Dann zweimal diese Karte, die ich nicht weiß, was sie eigentlich darstellen soll. Das ist der Super Quantal Mecha Ungeheuer Grampulse. Es ist halt ein Artwork, ne? Aber was es darstellen soll, irgendein U-Boot oder so, keine Ahnung. Dann ja, Trishula natürlich unten, zweimal die Monarchen, auch richtig cool. Hier ist jetzt nochmal die Fallenstellerin-Karte. Und das hier ist jetzt die einzige Super Rare aus dem Astralpack, die ich rein habe, was einfach die geilste Super ist, die jemals im Astralpack erschienen ist. Und das ist halt der hier, der schwarzglänzende Soldat, Gesandte der Abenddämmerung.
einfach übertrieben fett. Das sehen wir dann gleich nochmal. Jetzt kommen die Jump-Karten. Und da geht sie unten los mit diesen drei Karten. Yu-Yu Friendship, Judgment of the Pharaoh und Unity. Von allen habe ich ein paar mehr Exemplare, aber auf die Schnelle habe ich jetzt nur die drei gefunden. Und ich glaube noch eine Yu-Yu Friendship oder so. Die haben wir dann hier, genau. Dann haben wir hier, hole ich auch mal her, auch eine sehr coole Karte. Darkness Necrosphere. Was? Necrosphere, genau. Ich glaube aber gar nicht, dass sie so viel wert ist. Und dann, glaube ich, eine etwas wertvollere. Das ist die sogenannte Copycat oder auf Deutsch auch Nachäffer. Sehr cool, auch ein Ultra. Dann haben wir Beast King Barbaros. Da haben wir jetzt nochmal den BLS, nur ein Ultra Rare. Das ist jetzt die Victory Dragon Variante aus der Jump. Das ist einer der wenigen Secret Rares, die jemals in der Jump erschienen sind. Es gab ja noch einen Obelisken in der nicht spielbaren Variante, ein Secret Rare, der so erschienen ist. Geht auch ungefähr 30. Und die habe ich auch noch aus dem Retro Pack auf Deutsch. Da ist sie, glaube ich, auch unbezahlbar. Auch in Secret Rare dann. Mega cool dann natürlich Elemental Stratos. Der war ja auch unbezahlbar damals, als er rausgekommen ist. Da gab es ja auch kurze Zeit ein relativ krasses Deck um den herum. Ich glaube, nach 2 Wochen wurde die Karte schon wieder verboten. Dann zweimal den Wahrheitsdrachen. Der ist jetzt nicht so viel wert. Dann natürlich hier der Chimera Tech Fortress Dragon. Und die drei Gegenstücke der Götterkarten. Die Wurzel des... Der Avatar des Bösen, die Wurzel des Bösen und der Auslöscher des Bösen. Dann haben wir hier die Super Macy Sun, die habe ich mal auf eBay geholt für 1 Euro. Das sind so billig Jump-Karten, gibt es natürlich auch, die gar nichts wert sind, sozusagen. Da haben wir nochmal eine, genauso wie Seven Sword Warrior, den gab es ja bei uns auch in Kamen und Starfall Rare aus irgendeinem Star Pack. Oder der 100 Eyes Dragon, eine meiner Lieblingskarten aus 5Ds. Ich meine, gebt euch dieses Artwork. Das ist so oldschool. Ich muss sagen, allgemein die Karten aus 5Ds sind noch relativ oldschool gehalten. Ich glaube, den habe ich auch für 1 Euro auf eBay ersteigert oder so. Auch Tragödie hier unten, die waren jetzt in der Sammlung dabei, wo ich immer noch nicht den letzten Teil erhalten habe, nach über 1,5 Jahren. Ja, geht auch nur 1 Euro oder sowas in Ultra, aber richtig, richtig cool vom Artwork. Hier habe ich 4 Stück, demnächst werden es 5. Dann zweimal den Acid Golem of Destruction. War, ich glaube, in Nikotovs Sammlung dabei. Zweimal. Habe ich zuerst gar nicht gecheckt, dass das der Jump ist. Dann haben wir natürlich hier auch noch was mega cooles, nämlich den niederträchtigen Sternstoppdrachen aus der Jump. Auch übertrieben cool. Die hier, Utopic Sexel. Habe ich ja auch als Playset, gibt es jetzt bei uns auch auf Deutsch in Super Rare, aber als es den noch nicht gab, war das eine sehr, sehr gesuchte Jump-Karte. Die ging, glaube ich, auch in 20 oder sowas. Richtig, richtig cool. Da waren sie immer alle neidisch auf mich, die ganzen Utopia-Fans. Jetzt natürlich nicht mehr, jetzt haben sie ihn ja auf Super Rare. So, dann haben wir, auch der hier war relativ wertvoll früher, der Ebon Illusion Mager, der ging 25 bis 30. Mittlerweile natürlich auch nicht mehr, weil jetzt auch den Super Rare Reprint hier nochmal ein Malefic. Der hier, den habe ich noch gar nicht auf Market gesehen. Da hat irgendwie noch keiner reingestellt gehabt, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Den haben wir jetzt auch in Kamen in den Legendary Decks bekommen. Das ist der Order is Personal Dragon in Ultra Rares der Jump. Weiß nicht, wie viel der geht, aber ich glaube so 15, 20 Euro vielleicht mehr nicht. Und dann halt noch ein bisschen MacLord-Kram. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, nämlich zu den japanischen Altis und so weiter. Das hier sind jetzt erstmal die Collectors Rare. Da habe ich natürlich auch nicht alle geholt. Das ist der Nummer 100 in Collectors Rare. Extrem fett. Man sieht jetzt auch endlich mal die Regenbogenspiegelung, von der ich immer spreche, wenn ich sie zeige. Sehr schön. Ich habe eigentlich 3 von denen. Den dritten habe ich bloß nicht auf die Schnelle gefunden. Keine Ahnung, wo ich den hin habe. Dann natürlich auch die hier. Kralle und Klaue des Kretias. Auch extrem cool. Wobei der Regenbogeneffekt hier, glaube ich, nicht so übertrieben krass rumkommt. Ich habe auch 2 Giant Hands in der Variante. Und noch wesentlich mehr auch den Amulettdrachen. Dann, ich glaube, das ist Sternstaubfunke, wenn ich mich nicht täusche. Und das sind halt 2x Vampire Genesis, also die alten Starterdeckkarten hier in Ultimate. Dann haben wir hier ein bisschen neuen Stuff. Das ist jetzt dieser neue Goki Ghoul oder wie er heißt, in Ultimate Rare. Habe ich ein paar Stück, ich glaube 6 Stück von Michael und nochmal einen von Eduard. Auch hier 3 Stück nochmal von der hier. Das ist so eine Trickstar-Karte, die ist bei uns in Ultra rausgekommen. Auch von der habe ich 3 Stück von Michael und eine vom Dingenskönz, vom Eduard. Dann hier, die ist jetzt koreanisch. Das ist jetzt diese Urteilsdrachenabwandlung. Dann haben wir hier unten noch die, ich glaube, Nummer 5 ist das in Ultimate. Gibt es bei uns, glaube ich, nur in Super. Auf der nächsten Seite haben wir dann
ja, halt auch so ein bisschen random Kram. Ne? Hier zum Beispiel, das ist jetzt von diesem Feuerdeck damals, die ist bei uns in Ultra rausgekommen. Dann haben wir den hier, der ist ulkig, weil das ist Orbital 7 und das ist eigentlich eine Figur in dem Anime und keine Karte. Finde ich eigentlich lustig, genauso wie dieser Lilybot aus dem Dragon of Legends, eigentlich auch eine Figur anstatt eine Karte. Hier noch ein paar coole Elementarhelden. Wir haben hier einmal Steam Healer in Ultimate Rare, habe ich insgesamt 6-mal. Ich habe ihn jetzt hier bloß auf die Schnelle 2-mal bekommen oder halt 2-mal rausbekommen aus der Sammlung. Dann hier sehr, sehr cool, ich glaube, das ist Grand Neos gewesen. Manchmal bin ich mir über den Namen nicht mehr sicher. Auch ein Ulti, sehr, sehr schön. Die wertvollsten Ultis sind jetzt leider nicht drin, aber halt die ich auf die Schnelle gefunden habe. Denn ich muss sagen, ich habe halt wirklich nur das genommen, was mir gerade in die Hände kam. Genau, das ist jetzt, oh Gott, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Hier gibt es bei uns den Kamen und den Super. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Seite. Da haben wir nochmal den hier, dann die hier aus The Dark Illusion kamen die, glaube ich, bei uns raus. Auch in Super Rare. Hier eben in Ulti. Oder in den Ultra kamen die bei uns. Selbiges gilt auch für den hier unten. Ja, hier haben wir jetzt Venominaga. Auch noch cool. In Ultimate Rare auch den hier. Der kam jetzt auch in einem der neueren Sets in Rare bei uns raus. Hier ist es halt einfach mal eine krasse Ulti. Ist, glaube ich, ein Künstlerkumpel. Aber einer, der mir halt mal wirklich gut gefällt. Und hier natürlich nochmal ein Sahnestück, nämlich der Geist des Pharao in Ultimate Rare, natürlich von Michael. Und hier an der Seite nochmal die Insektenkönigin, die war erstaunlicherweise in der Sammlung dabei. Ich habe jetzt mittlerweile 2 von denen, eine war von Michael, glaube ich, und eine war in der Sammlung dabei. Ja, das war's mit dem Video zu diesem Ordner. Ich hoffe, er hat euch einigermaßen getaugt und ich konnte euch unterhalten. Ich habe das Video jetzt eben speziell deswegen gemacht, weil es halt noch ein bisschen braucht, bis das nächste reguläre Video kommt. Und damit ihr euch nicht allzu sehr langweilt, hattet ihr halt hier mal wieder was zu sehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten regulären Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.